Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich mit dir eine Mohnblume malen. Und für diese Mohnblume definiere ich jetzt erstmal so mehr oder weniger die Mitte. Was nicht ganz so einfach ist, weil ich mein großes Dreieck irgendwie nicht mehr finde. Ich weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. Und deswegen, ich werde jetzt mal gucken, was habe ich denn hier noch? Ich hatte letztes Mal so ein großes Lineal, das war mir aber schon wieder zu groß. Deswegen werde ich das jetzt hier einfach mit diesem Lineal hier machen. Und werde ich das denn machen? Oder mache ich mir hier einfach, wie letztes Mal, wie war das nochmal, 2,5 oder einfach 3? Machen wir mal hier bei 2,5. Einfach mal so ein Strichlein, dass ich weit weg genug bin vom Rand. So, hier auch 2,5. Und dann machen wir hier noch vielleicht 3,5. Und hier nochmal 3,5. Also natürlich ist es am besten, man hat einfach ein Geodreieck, bestimmt dann die Mitte und macht sich dann im Prinzip so ein, ja, ein Kreuz letztendlich. Ich muss gerade einmal gucken, auf wie viel ich mir das hier runtergebrochen habe. Wie viel war das hier nochmal? Das sind jetzt 19. Ja, das sind so 8 irgendwas. Hier etwa. Und das wären jetzt 13. Das sind dann 5,5, ne? Nee, 6,5. So etwa hier. So. Ich, ja, das ist alles irgendwie nicht so passend. Das war jetzt einmal so rum quasi und einmal etwa hier rum, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, war das überhaupt. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Hier ist größer, da ist kleiner. Das ist totaler Quatsch, was ich da gemacht habe. Was habe ich denn da gemacht? Ach so, ich habe, glaube ich, das Ganze gerechnet. Ich bin im Kopf. Natürlich geht es nur von hier bis nach da. Wie passt? 18. Hälfte 18 sind 9. Da. Ja, Zentimeter weniger natürlich. Klar. Aber es ist nicht schlimm. Mache ich dann hier eben 1 Zentimeter weniger für dich. Es geht ja nur um ungefähr so die Hälfte. Das kann man natürlich auch Pi mal Auge machen, ist ja klar. Ich habe mir das jetzt ein bisschen zur Hilfe genommen. So, vielleicht erinnerst du dich noch an die Iris, die wir vorletztes Mal gemacht haben. Letztes Mal war ja ein bisschen was Einfacheres mit dabei. So, und diesmal werde ich erstmal festlegen, so ungefähr, wo diese Mohnblume sein soll. Ich werde die so ein bisschen verlagern. Das bedeutet, ich werde hier auf diese Höhe etwa werde ich einen Dingsbums machen. So eine verkapselte Kapsel, wie die Mohnblume die so hat. Und ich möchte die eigentlich hier so haben. So in diesem Raum. Schon mittiger. Und Mohnblumen sind ja unheimlich riesig. Und ich werde jetzt hier in das obere Stück, werde ich hier die Mitte so mehr oder weniger platzieren. Und dann machen wir hier, ich mache jetzt hier nur eine ganz grobe Skizze. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen klarer definieren. Hier machen wir dann einmal ein Blatt, was sich so nach, deswegen quasi so, ja, das ist alles nicht so einfach. So von der Mitte heraus gibt es dann einmal eins, was hier so ein bisschen einkesselt. Machen wir einfach erstmal so und dann machen wir gleich noch ein bisschen die Details. So, dann kommt hier noch auch aus der Mitte. Es kommt irgendwie im Prinzip alles irgendwie so aus der Mitte raus. Ja, also man muss das schon so einzeichnen, als wäre es dann aus der Mitte raus. Hier würde ich doch noch ein bisschen, glaube ich, runtergehen, ein bisschen weiter hoch. Dann hier noch eins, was ein bisschen flacher vielleicht ist und hier mit reingeht. Auch zur Mitte hin. Dann hier noch das zweite, was hier zur Mitte geht. Und dann ein so ein ganz großes, was das Ganze so umfasst. Und ich glaube, dann haben wir einfach eine schöne Mohnblume. So. Und da werde ich jetzt so ein bisschen genauer noch mit dem Ganzen. Ich muss mal gerade einmal schauen, so von dem Blatt her. Also
dieses Blatt, das wird hier oben so lang gehen. Das kommt auch von der Mitte sozusagen, also so und so. Das ungefähr so hin. Muss mal gucken. Okay, und dann haben wir natürlich hier diese so eine Art Narbe, die die Mohnblume hat. Ja. Und dann kommen ja hier drumherum kommen ja dann diese Pünktchen, also diese, die hier so verbunden sind dann. Ne? Da müssen wir dann nachher gucken, wie wir das dann so gestalten. Fällt also einen Moment, wenn das jetzt hier einmal von da aus so hoch geht und sich so also ein bisschen rollt oder so. Also hier wollte ich auf jeden Fall eine Ecke rein haben, dass das auch so ein bisschen aussieht wie so kelchförmig. Dass man das besser erkennen kann, dass das so eine Art Kelchform ist. So. Dann würde ich hier gerne einmal so ein bisschen eine Welle reinmachen. Und dass das so ein bisschen dynamischer wird, das Ganze, ja. Also dass diese Blume so ein bisschen, so hier vielleicht noch eine kleine Ecke. Und dann hier noch einmal so, dass das so ein bisschen interessanter aussehen soll. Dann machen wir auch hier nochmal so, vielleicht so zwei Wellen, die so ein bisschen mehr wellig sind sozusagen. Und so reinführen, ja, in die Blume. Hier müssten wir dann so ein bisschen weitergehen. Und das hier würde ich quasi dann einmal hier auch so hochklappen. Das würde dann hier hinter verschwinden. Ja, ich bin noch nicht ganz schlüssig. Aber ich denke, das ist okay. So, ich muss gleich gucken, wie das insgesamt wirkt. Dann machen wir auf jeden Fall hier noch eine, die hier reingeht und die könnte ruhig ein bisschen doller rein und hier so ein bisschen, ja und dann hier kann man natürlich auch noch, wenn das jetzt von da aus das Blatt geht, so, dann ist das hier, dann kann man auch hier noch so eine Falte mit reinbringen quasi in die Blume. Ist das logisch, was ich da gemacht habe? Schau mal. Manchmal muss ich ja selber nachdenken, ne? Weil ich dann merke, irgendwie ist das unlogisch. Ne, aber doch, das müsste so passen. Und hier, wenn das hier so knickt, dann müsste das eigentlich hier. Und vielleicht hier das Ganze noch so ein bisschen klarer machen. Müsste das hinkommen? Ich bin manchmal so selber von mir verwirrt. Das dann so passen kann. Muss ich gleich mal schauen. Okay, dann radieren wir noch so ein bisschen. Du kriegst auf jeden Fall die Skizze, die werde ich wieder hier unten, ich werde die fertig machen von dem wirklich Endergebnis sozusagen und wenn dir das zu kompliziert ist, das jetzt frei mitzumachen, kannst du natürlich dann super gerne die Skizze auch benutzen. Ne? Ist ja klar. Ich glaube, ich muss das hier einfach mal so ein bisschen mehr am Rand machen. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Und dann hier. Das führt dann auch hier wieder in die Mitte sozusagen und dann das haben wir hier so ab. So. Genau, und das machen wir ein bisschen flacher. Machen wir das ein bisschen flacher, ja. Ne? Das hier vielleicht auch ein bisschen größer. Das muss ja nicht alles so sein. Das reicht ja auch so. Oder? Jetzt bin ich selber verwirrt. Ich möchte die halt so ein bisschen. Ich glaube, ich lasse das außen ganz sein, weil das soll ja schon ein großes Blatt sein und das soll das Ganze auch so ein bisschen, ja, hier soll halt wie eine Mohnblume sein, ne? So. Die hat ja schon sehr, sehr große Blätter, was das angeht. So. Dann müssen wir das hier einmal noch ein bisschen ausradieren. Dann nehme ich mir doch einmal die Kante. Ich rutsche das jetzt einmal hier nach hinten.
Nehme mir hier die Kante, damit ich besser radieren kann. Nur, dass ich gleich nicht durcheinander komme, denn ich werde auf jeden Fall, was ich jetzt gleich machen werde, ist, dass ich mit einem Feinliner lang gehe und das Ganze so ein bisschen feiner mache. Und dann wird es wieder ausgemalt, so wie beim letzten Mal schon. Und weil ich finde diese Methodik eigentlich gerade bei solchen Pflanzen dann ganz schön. Das geht ein bisschen einfacher. So, jetzt muss man sich ja vorstellen, dass hier aus der Narbe kommt ja dann hier so der Stiel. Und der ist dann hier. Der kann dann ruhig hier so rübergehen. Der darf auch, ja, vielleicht ist der jetzt ein Tucken zu dick, würde ich fast behaupten. Ein bisschen dünner kann er sein. Also, dann radieren wir das zweite Stück hier einmal weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier das noch hinbekommen. Und hier machen wir dann einfach mal so ein Blatt, was so ein bisschen. So offen ist. Das ist vielleicht sogar ein bisschen dünner, ne? So, dann machen wir hier noch diese Kapseln. Die sind ja eher so. Ne, das ist, glaube ich, ein bisschen zu doll, ne? Und die gehen dann hier so. Vielleicht doch noch ein bisschen runder. Ah, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene. Verschiedene, wie heißt es denn gleich? Verschiedene Sorten. Und so. Ja, so sieht der Knick ganz gut aus. Und hier machen wir dann auch noch so einen Knick, dass das so ein bisschen kelchig wird. Und den hier können wir vielleicht tatsächlich auch noch so ein bisschen. Nee, so würde das, glaube ich, nicht aussehen. Moment. Nochmal. Wird das hier auch noch so ein bisschen kelchiger machen, aber nicht ganz so definiert wie auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Und hier vielleicht noch einmal so ein bisschen. Ja. Ja, so eine Mohnblume kann schon sehr herausfordernd sein, nicht? So, aber ich denke, wie gesagt, mit der Skizze. Ansonsten probiere einfach mitzumalen. Ich habe mir, wie gesagt, erstmal so einen Kringel gemacht und dann versucht, das alles irgendwie so die Blätter, mehrere Blätter dann einfach so darum zu bekommen. Könnte eventuell hier hinten auch noch ein Blatt vielleicht ein bisschen. Also manches knickt ja auch so nach außen, ne? Wie dieses hier vorne. Das knickt dann komplett rum. Könnte natürlich auch hier noch das abschließen, aber ich denke, das ist okay, so wie ich es jetzt habe. So. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns dann einmal den Feinliner. Und dann wird skizziert. So. Und zwar ein bisschen. Gerade überlegen. Also. Das kommt hier aus der Mitte, das Blatt. So.
Also jetzt siehst du zumindest, wie die Skizze aussieht. So, ich deute das auch nur so ein bisschen an. So. Bei den Blättern muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt auch nicht so genau weiß, ob das denn so richtig ist, was ich hier mache. Aber gut. Das ist auch nicht so dramatisch. So, jetzt muss ich noch einmal gucken. Also, nehmen wir mal an, das würde hier hochgehen. Ich habe das ein bisschen schief gemacht, glaube ich, hier, ne? Also, wenn das jetzt hier so runter geht, das müsste dann hier enden. Das ist manchmal wirklich nur so ein kleines Mini-Detail, was dann hier nicht ganz so richtig ist, aber gut. Jetzt wollen wir einmal gucken, wenn das dann hier so hoch geht, zack, dann ist hier und das geht so hoch und zack. Das wäre jetzt quasi hier so die Mitte. Das heißt, ich muss das Ganze so ein bisschen nach hier verschieben. Das ist dann hier so die Mitte und bei diesen Pünktchen, da werde ich gleich eventuell dann erst mit der Aquarellfarbe das, was ich jetzt hier mache, ist im Prinzip nur so ein bisschen vorgeben von dem Oval. Ja, und da drumherum machen wir dann gleich die ganzen Striche hin. So, jetzt holen wir uns einmal gerade noch den Radiergummi. Ich hole jetzt mal den ohne Verpackung. Das ist letztendlich der gleiche, aber die kann man ein bisschen besser benutzen, weil der jetzt ein bisschen größer ist. So, dann kommt der Rahmen auch weg. So. Ja, wenn das so weitergeht, habe ich hier bald eine schöne Serie. Die kann ich mir dann aufhängen, tatsächlich. So, es krümelt dann auch nicht ganz so viel hier mit dem Radiefummel. Das ist dann eher ein großer Krümel, der sich hier bildet. Den kann man ein bisschen besser vom Blatt entfernen. So, okay. Jo, dann nehmen wir uns erstmal ein recht großzügig ein bisschen so. Ich muss mal gerade gucken, welches Rot denn gut wäre. Ich denke mal eher so ein saftiges Rot, so eins. Hier so ein Scarlet ist das, glaube ich, sowas in der Art. Hier ist auch noch ein bisschen Wasser drin gewesen, allerdings. Das ist umso besser. Ja, das ist eher so diese Farbe. Und grün für die Blätter weiß ich jetzt auch nicht, aber ich würde sagen, diese Farbe ist eigentlich ganz fein. Das ist, ich glaube, das ist Hookers Green, ne? Oder ist das Hookers? Nee. Was sind das? Was waren das nochmal? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein etwas kräftiges Grün. Dazu mache ich noch ein bisschen Sap Green. Das geht immer. So. Und dann machen wir hier auch noch ein bisschen, eventuell, damit man ein bisschen vielschichtiger arbeiten kann. Bisschen mehr Wasser. So, und dann packen wir hier noch ein bisschen Paints Gray sage ich schon, ein bisschen Pyrrhelengrün, das ist richtig dunkel. So. Ein kleiner Tipp, ist eigentlich kein Tipp, ist eigentlich Standard, nur bei mir meistens nicht. Und zwar habe ich den jetzt hier irgendwo, oh, habe ich denn irgendwo noch dieses Aquarellpapier vom Action? Nicht wirklich, glaube ich. Okay, dann nehme ich mir eins von den Hahnemühlen. Hahnemühle Papiere und werde jetzt hier quasi auf dem kleinen Dings einmal gucken, ob mir die Farbe denn auch wirklich gefällt. Also, weil die sieht ja oft hier ganz anders aus als dann nachher auf dem Papier. Ja. Und ist vielleicht nicht schlecht, einmal zu gucken, ob das denn so ein guter Farbton ist. So, einmal hier das Wässrige. Dann ein bisschen mehr. Und dann das Dunkle. Ich denke, das ist eine sehr schöne Mischung eigentlich. Also, so wie ich das jetzt habe, denke ich, ist das okay. So, okay. Gut, dann werden wir genauso malen. Also,
Als erstes werde ich, denke ich mal, so eine transparente Schicht machen und da fange ich dann, ich überlege gerade, mit welchem Blatt ich anfange. Ich fange mit dem unteren großen an, dann kann ich später das andere machen, weil ich möchte hier so ein bisschen nass in nass arbeiten und das Ganze ein bisschen fließen lassen, aber natürlich nicht so, dass es ineinander überfließt. Deswegen werde ich die Blätter ein bisschen getrennt voneinander machen, also die Blütenblätter hier. Das heißt, ich fange jetzt hier mit dem weitesten an und arbeite mich dann parallel mit dem Gegenüber dann weiter. So, es ist momentan ein bisschen laut, weil draußen wird ganz viel Gartenkram gemacht hier. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. So, jetzt schiebe ich das Ganze so ein bisschen hier hin und verteile das. Ich habe jetzt hier das 200er Gramm Papier, habe ich, aber auch 100% Baumwolle. So, und jetzt gehe ich einmal in das Konzentriertere rein und gebe das hier rein und lasse das dann von hier aus rauslaufen. Solange das feucht ist, muss man eventuell ein bisschen schneller arbeiten, damit das gut wird. So, und was dann auch geht natürlich in dem Zug, ist das Ganze so ein bisschen zu verschieben, die Pigmente. Also einmal reintropfen ist das eine. Aber hier so ein bisschen ziehen. Und zwar strichartig. Das gibt dann vielleicht auch gleich schon so einen Ansatz. Einen kleinen Ansatz von Struktur auf dem Blatt. So, hinterher tröpfeln kann man immer noch hier und dann hier so ein bisschen in Streifen, ein bisschen konzentrierter, dass das so ein bisschen verläuft. Das wird nachher in sich selbst verlaufen sozusagen. Dann ist das auch nicht mehr so eine klare Kante, aber man sieht dann hier noch vereinzelt die Striche, die man so gemacht hat. So rum ist vielleicht sogar besser. Und was man jetzt noch machen kann, ist natürlich mit einem dünneren Pinsel sauber und relativ trocken. Kann man dann hier natürlich auch noch ein bisschen was abnehmen und Struktur in das Blatt bringen. Und zwar immer von der Mitte raus, ne? Denn so wachsen die Blätter. Also man kann sich immer an dieser Mitte hier orientieren, da wo die Mitte des Dings ist. Also ein bisschen feucht muss das schon sein, damit das so seine Form behält. Und dann kann man hier so ein bisschen die Farbe wegschubsen, aufnehmen und so ein paar hellere Stellen reinmachen. Ganz feiner Trick. So, und dann hat man hier so ein paar Highlights. Wirkt einfach nett. Ne? So. Okay. Wir haben jetzt das Blatt gemacht und jetzt mache ich mich an dieses größere hintere, damit das gleich trocknen kann. Und dann nehme ich mir einmal das Ganze vor, auch mit den Außenstellen sozusagen. Und dann lasse ich dann halt gezielt nachher bestimmte Bereiche dann auch aus. Aber erstmal alles, was hier geht, ist dann da drauf. So, und ich kann das auch hier ruhig übermalen, die Mitte, weil die wird ja nachher eh dunkel, also die wird ja fast schwarz. Von daher wird man das Rote dann nachher eh nicht mehr sehen und das ist auch okay. So, genau. Das ist jetzt sozusagen die erste Schicht. Und ich würde auch hier schon in der Mitte gucken, dass du da so ein bisschen anfängst, intensiver zu werden. Und dann halt eben auch in den Streifen, wie es sein sollte, so ein bisschen verziehen. Das wird natürlich sich jetzt hier noch ein bisschen von selbst verblenden, ja, aber das gibt dann schon ein bisschen Struktur. So, Pinsel trocken machen beim Verblenden am besten.
man das nicht so hart machen möchte mit den Kanten hier. Ne? Und wenn man dann hier reingeht in die pure Farbe sozusagen, also natürlich auch noch mit ein bisschen Wasser, sonst lässt sie sich ja überhaupt nicht verschieben, kann man dann tatsächlich dann hier noch so ein bisschen, da wäre jetzt dann auf jeden Fall eine Schattenkante. Deswegen kann das von hier aus ruhig ein bisschen dunkler werden. Und dann kann das dann halt rauslaufen. Und man kann natürlich auch hier zum Beispiel diese Kante hier oben machen und von da aus dann noch einmal so ein bisschen runter kleine Details noch einarbeiten. Wenn einem das nachher nicht gefällt, kann man ja immer noch drüber malen. Also ne, mach es nicht zu dunkel von Anfang an. Lass dir da ruhig ein bisschen Spielraum. Also diese Seite wollte ich jetzt ein bisschen dunkler hier schon machen. Beziehungsweise ein bisschen mehr verziehen hier. So, und dann lasse ich das gleich einmal hier trocknen, so. So, einmal trocken und sauber gemacht. Zack, zack, zack. So. Auch hier kann man natürlich nochmal mit einem trockenen, sauberen Pinsel rein. Das Ganze von der Mitte so ein bisschen nach außen schieben. Um ein bisschen Struktur zu bekommen. So, jetzt würde ich das natürlicherweise oben trocknen lassen, dass sich das von selbst so ein bisschen selbstständig verläuft und trocknet. Und während das das tut, nehme ich mir einen Mittelpinsel von der Größe her und mache definitiv hier unten schon mal, weil da dürfte es eventuell recht trocken sein. Das heißt, ich kann also von hier aus schon mit dem Grün rein. Ich lasiere quasi die erste Schicht und später kommt dann noch mehr dazu. Ne? Wir machen erstmal hier mit der ganz, ganz hell. Fangen wir erstmal an. So, und jetzt gehe ich einmal Schnitt dunkler. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Das muss jetzt einmal hier. So, punktuell lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen Farbe dran. Das ist schon trocken, das heißt also, das ist viel zu trocken gewesen, das war zu leicht lasiert. Das heißt, ich werde die hier noch ein bisschen verteilen und dann werde ich das gleich nochmal machen. Und ein paar helle Stellen vielleicht lassen. So. So ein bisschen Farbe weg. Hier lasse ich das Dunkle und Helle so einfach nebeneinander ein bisschen. Das passt schon. So, und dann mache ich mir ein bisschen Braun. Und zwar werde ich mir dann ein bisschen dunkleres Braun nehmen. Muss mal gucken, so ein bisschen vielleicht, ob es rötlich sein soll. Na, eher, müssen wir gerade gucken, welches da so gut kommt. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Schwarz mit dabei oder Lila, um das Ganze ein bisschen abzudunkeln. So, was ich jetzt hier nicht gemacht habe, das man durchaus machen könnte, wäre einfach hier ein Stück weiß zu lassen, ein Weißraum. Aber ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Farbe ab.
was es hier ein bisschen heller macht. So. Und gegenüber gehe ich nochmal mit ein bisschen dunklerer Farbe rein. Und hier nun die Außenkante. Und hier drunter die Kante. So, und dann lasse ich trotzdem hier so ein bisschen heller, ne? Okay. So. Nimmt das hier eigentlich auf? Ja, ne? Ich hoffe. Das ist ja immer so eine Sache. Ist auch schon mal schief gegangen. So, da weiß ich jetzt nicht. Also ich gehe auf Nummer sicher und werde das föhnen. Also einmal Ohren zu. Jetzt kommt der Föhn. Dann machen wir dann jetzt einmal mit dem größeren hier auch wieder ein bisschen rot. Ich würde eventuell sogar noch ein bisschen so einen Pinkton mit reinbringen. So ein pinkiges Rot. Ich muss gerade einmal mich hier durchwühlen. Nur das ist mir zu violett. Da muss wieder ein bisschen mehr Scarlet rein. Aber ja, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ein bisschen. Ja. So. Dann machen wir jetzt einmal die hier und die Seite gegenüber. Die mache ich jetzt schon sehr dunkel. Ist halt so ein anderes Rot, ne? So, einmal Pinsel sauber machen und den Rest hier verteilen, so ein bisschen heller. So. Da, wo es zusammenläuft, halt ein bisschen dunkler. So, dieses Blatt, das wäre prinzipiell ja recht hell, denn wenn wir uns vorstellen, die Sonne kommt jetzt hier so rein, dann wird es hier doch recht hell sein. Ich werde das hier einmal ein bisschen heller gestalten und werde dann einmal die innere Schicht nochmal mit direkt schon lasieren. Mit der gleichen Farbe, dass hier ein anderer Farbton drauf kommt. Ja, das Rot gefällt mir tatsächlich besser. So, das Außenstück mache ich jetzt mal nicht. Weil ich ja auch nicht möchte, dass das hier mit dem Pinken hier verläuft. Obwohl, es wäre wahrscheinlich auch nicht so dramatisch. Kann eigentlich ruhig. Kann man ja auch hier noch so ein bisschen andeuten, ein bisschen dunkler machen, ne? So. Trotzdem sieht man natürlich jetzt von außen. Man sieht trotzdem diese untere Schicht, die so ein bisschen mit dieser Struktur schon versehen ist. So, und jetzt nehme ich mir wieder so einen feinen Pinsel und mache hier einmal so ein bisschen, trage ich ab. So. Hier nehme ich auch noch mal mit ein bisschen Wasser, schiebe ich hier so ein bisschen die Pigmente noch weg und versuche das hier ein bisschen heller zu machen. Ein paar. Es geht jetzt ein bisschen schwer, weil es schon trocken geworden ist. Deswegen versuche ich das jetzt noch mal nass zu machen ein bisschen und dann noch mal streifenartig da ein bisschen Farbe wieder abzutragen.
gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig. So, lass das jetzt mal ein Momentchen hier auch trocknen. Ich muss gerade einmal kurz so einmal mein Tablet nehmen, während das kurz trocknet. Und ich möchte mein Mann schreiben, was dann wirklich so wichtig ist, weil er hat versucht, hier auf meinem Handy anzurufen. Jetzt muss ich ihm übers Tablet quasi einmal kurz schreiben, was er denn so Wichtiges möchte oder ob es überhaupt so wichtig ist, dass ich jetzt unbedingt rangehen müsste. Denn wenn ich das nicht mag, mag ich das nicht überhaupt hier, das Ganze zu unterbrechen. Das mag ich ja... Mag ich nicht. Sonst muss ich nachher das Ganze... Achso, der Pinsel ist vielleicht ein bisschen zu dünn dafür, ne? Wir nehmen also wieder einen großen Pinsel und dann gehen wir einmal hier so rein. Die Reihenfolge, wie ich das jetzt hier ausmale und wie ich das mache, das ist eigentlich... ja, ist ganz frei. Du kannst auch zum Beispiel die komplette Blume erstmal anmalen, kolorieren und dann erst später Schicht für Schicht dann was auftragen oder so. Das kannst du auch gerne so machen. Worum es mir vor allem jetzt hier geht mit diesem Video ist, dass du auch die Möglichkeit hast, eben mit einem sauberen Pinsel hier auch Struktur reinzubringen, indem du da einfach lang gehst oder dann halt zum Beispiel hier. Wenn wir jetzt hier so eine Kante machen, dann sieht das halt eben so aus, als würde diese Blüte Schatten werfen. So kann man das auch lassen. Und dann könnte man auch genau das Gleiche quasi dann hier machen. Also überall, wo jetzt hier so ein kleiner Schattenwurf wäre, wäre ja hier zum Beispiel von dieser Kante hier. Das wäre ja jetzt ein bisschen dunkler. Und es wäre wahrscheinlich hier eventuell, beziehungsweise das hintere Stück hier, das wäre ja dunkler, weil das ja im Schatten liegt. Und dann kann man noch gucken, ob man dann hier auch noch Dunkles mit reinbringt. Von der Kante. Von der Kante halt ein bisschen hier dunkel reinlaufen lassen. Wir gucken einfach, wie es wird. Experimentiere da ruhig ein bisschen rum, so wie ich. Habe ich eigentlich schon mal so eine Mohnblume gemalt? Nee, ich habe mal eine andere gemalt. Die war auch okay. Aber war halt ganz anders. So, und jetzt mache ich hier mit meinem sehr trockenen Pinsel, mit den Dingern, ziehe ich das hier so ein bisschen. Ich überlege gerade, ob ich glaube, ich lasse die Kante. Wir gucken mal, wie das nachher aussieht. Das ist, was bei Aquarell total faszinierend ist. Manchmal sieht es sehr, sehr lange nicht gut aus. Und dann ganz plötzlich denkt man sich, wow, das sieht ja jetzt richtig gut aus. Also das ist echt faszinierend manchmal. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel auf dieser Seite. Ich war schon wieder ungeduldig. So, ich würde jetzt aber hier oben, wenn das hier so das Knickding ist, würde ich das ein bisschen heller machen tatsächlich. Und in die Richtung, wie das hier dann aus der Mitte rauslaufen würde, würde ich das dann einmal abnehmen, die Farbe so. So, jetzt muss ich aber gerade gucken. Ja, mein Mann macht mir Stress, also ich soll ihn jetzt dringend abholen, denn das passiert halt in meinem Arbeitstag auch mal. Es ist so, ich werde dieses Video dann schneiden für dich. Natürlich geht es gleich dann für dich direkt im Anschluss weiter und ich werde das jetzt pausieren, in Ruhe trocknen lassen und gucke dann nachher, was ich daraus mache hier noch. Also, wir sehen uns quasi jetzt gleich nach der Überblendung. So, weiter geht's. Jetzt ist das Ganze trocken geworden. Ein bisschen hier noch die Farbe mischen. So. Ich finde so insgesamt ist die Blume tatsächlich jetzt durch dieses mehrfach Trocknen noch sehr, sehr hell. So. Und das ist irgendwie, möchte ich die insgesamt ein bisschen dunkler haben. So. Dieses Dunkle ist okay. Das wäre jetzt quasi, also hier, wenn das Licht von hier kommt, so von oben irgendwie, ja, auf die Blume drauf, dann ist ja erstmal dieser Kelch hier an dieser Stelle ein bisschen heller. Und natürlich hier. Und hier wirft es dann halt auch überall Schatten. Und ich versuche jetzt einfach, die Farbe ein bisschen intensiver zu bekommen, da wo auf jeden Fall der Schatten ist. Und
Dann gucken wir einfach mal, wie das so wird. Also, hier hinter auf jeden Fall so ein wenig. Das ist viel zu viel für so ein kleines Stückchen hier. Ich gehe da jetzt einfach nochmal mit drüber. Und wenn es dann da reinfällt, dann würde sich also hier so eine Kante bilden natürlich, ne, so ein bisschen. So. Und das Äußere wäre dann im Prinzip so ein bisschen, da könnte man dann so Details machen. Ja, die dann hier so reinlaufen. Und ich will mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich das so ein bisschen na, wie nennt man das denn jetzt? Also wenn ich jetzt diese Streifen hier so reinmache, ist das mehr so ein bisschen ich komme nicht auf das Wort. Nennt man ja abstrakt jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt so ein Stil, ein Malstil. Das ist halt nicht mehr mit so Verläufen und so, sondern ich mache hier richtig so eine Kanten rein. Mal ein bisschen zu viel. Ja, hier dann sowieso. Und so einzeln definierte Strukturen, die deutlich dunkler sind. So. Und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht, wenn das getrocknet ist. Das mache ich jetzt hier auch einmal. Also das hier liegt ja im Prinzip ganz schön im Schatten. Genauso wie dieses Stück hier. Das kann man eigentlich komplett einfärben. So. Aber hier wird es dann vielleicht auch schon so ein bisschen heller. Das heißt, die hier mache ich ein bisschen kürzer. So, und dann diese Kante, die muss natürlich auch dunkler, weil die liegt ja quasi dahinter. Da sind wir noch gar nicht dran gewesen. So. Und alles, was hier rauskommt, ist im Prinzip auch dunkel. Wird dann aber hier oben so ein bisschen heller, ne? Also ich denke, es ist klar, ne, wenn von hier so das Licht kommt, wie das dann nachher aussieht. Und wir machen jetzt einfach Schicht für Schicht. So, und was auch passiert, ist, dass hier hinter trotzdem, also hier auf diesem Stück, auf diesem unteren Blatt, sich natürlich auch ein Schatten noch bildet. Und den malen wir jetzt auch. Ich tendiere heute irgendwie dazu, ein bisschen zu viel Farbe aufzutragen hier. So. Mit ein paar Highlights. Das hier ist auf jeden Fall dunkel. Hier. Und auch das, was alles hier drunter ist, ist auch schattig. Und da ist jetzt halt so die Frage, wie weit der Schatten dann so geht. Ne? Das kommt ein bisschen auch auf die Lichtquelle an, von wo genau sie kommt. Und ja, da würde ich eventuell auch von dieser Seite ein bisschen was in die andere Richtung machen. Ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Die Streifen können ja vielleicht auch mal hier so ein bisschen zusammenführen. Ich probiere das jetzt einfach mal, ne? Das ist so ein Stil, den ich tatsächlich auch noch nie so wirklich gemacht habe. Aber es hat sich jetzt irgendwie in meinem Kopf so ergeben, dass das eigentlich eine ganz coole Idee ist. So, und dann würde ich das hier auch noch machen, von dieser Kante hier. Und das ist jetzt so ein bisschen Gefühlssache. Ich könnte das jetzt noch nicht mal beschreiben, wann ich das wie wo mache. Das ist so ein bisschen intuitiver. Ach so, hier würde ich natürlich auch so ein bisschen noch rausgehen. Schatten ja, aber hier so ein bisschen. Und von hier vielleicht einfach so zurück ein bisschen. Es hat schon sehr, sehr viel Struktur bekommen dadurch. Also hier wäre dann ja auch noch mehr Schatten. Und wir stellen uns weiterhin vor, dass das von der Mitte kommt. Gucken gleich mal, wie das aussieht. Wenn es total kacke ist, dann malt man es einfach nochmal über. Fertig. Ja. Ja, das Aquarell ist einfach nur geil. Was ich ja so liebe, ist tatsächlich, dass ich
die meiste Zeit des Bildes nicht mal weiß, ob es gut wird am Ende. Und irgendwie wird es dann doch gut. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist natürlich, also was ich jetzt nicht mache, was aber super schlau ist, ist einfach mal das Blatt zu drehen. In die Richtung, wie man es haben möchte. Also, und dieses geht ja so ein bisschen nach außen, da würde ich jetzt am liebsten auch so rüber, aber ich lasse das jetzt gerade noch einen Moment trocknen. Und hier wird es ja schwarzer, kommen dann nachher ja noch ein paar Sachen mit drauf. Die könnte man dann auch noch mal so vereinzelt vielleicht ein bisschen die Kanten dunkler gestalten. Mal ein bisschen dünner, vielleicht auch mal ein bisschen dicker. Hier nochmal extra Farbe rein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das für mich immer komisch aussieht, weil ich gucke ja von so, während du ja von so guckst. Das wirkt ja auch schon manchmal ganz anders. Was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist natürlich den Föhn bemühen. Das soll ja nicht allzu lange dauern hier. Pinsel, gehen einmal hier in das Dunkle rein. So, und jetzt werde ich einmal hier oben ansetzen in dem dunklen Grün. Den Pinsel einmal sauber machen und dann den Rest verblenden. Also diese ganze Kante hier unten dann aufweichen, dass es immer heller wird. Ne? So, und dann gehen wir nochmal in das Dunkle und zwar hier so auf der Rückseite. Hier so ein bisschen vielleicht. Und diese Rückseite hier auch noch mal ein bisschen klarer definieren. Hier einmal ein bisschen aufweichen in die Richtung. So, dann machen wir mal von hier die ganzen Blätter. Ein bisschen, als wären sie zweifarbig. Also so, dass so ein bisschen mehr Struktur in diese Blätter reinkommt. Und die nicht nur so einfarbig sind. Das folgt jetzt auch keiner bestimmten Struktur. Ich versuche einfach nur so ein bisschen mal links, mal rechts so ein bisschen dunkler zu werden. Obendrauf soll ein bisschen so der Lichteinfall sein. So. Und damit etwas ein bisschen plastischer wird, so ein Körper bekommt, dann ist es auch sinnvoll, dann hier diese Kante ein bisschen dunkler zu machen. So dass sozusagen nur die obere, mittlere Schicht hier ein bisschen heller ist. Wie eine Reflexion. Nach links und rechts vom Körper wird es halt ein bisschen dunkler wieder. So, was ich auch noch machen wollte ist, ich denke, das ist jetzt erstmal trocken genug. Ich werde definitiv dieses Blatt nochmal komplett einkleistern mit Farbe. Und hier einfach nur so einen hellen Raum lassen. Und der soll die Reflexion so ein bisschen andeuten. So, dann gehen wir ein bisschen in sowas wie Paints Gray oder so. Schwarz, braun, irgendwie so. Also sehr, sehr dunkel auf jeden Fall. Ich mische mir hier immer einfach ein bisschen schwarz an. Mit ein bisschen sehr, sehr dunklem Braun. Am besten so ein Van Dyck oder sowas. Was das so ein Schwarzbraun wird. So. Dann machen wir hier einmal diese Seite noch ein bisschen. Und hier drunter.
So, und die Reflexion, die bleibt natürlich, ja. Und dann werde ich hier, weil da sind wir ja schon quasi durch, werde ich das hier einmal noch mal ein bisschen nachziehen. Hier, dass man aber auch so eine Struktur dabei sieht. Also, dass man diese einzelnen, das sind ja so Knubbelchen, so eine, wie so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll bei der Mohnblume. So. Und dann nehmen wir uns entweder einen Feinliner, wenn das besser geht, oder halt eben ganz, ganz feinen Pinsel. Da würde ich auch keinen zu weichen Pinsel nehmen. Also ich habe jetzt hier ultraweiche Pinsel. Die sind eigentlich für sowas Feines nicht geeignet. Aber also es geht auch. Aber da muss man wirklich vorsichtig sein und vor allem gucken, dass man hier nicht zu viel Wasser drauf hat. Das soll schon sehr konzentriert sein, die Farbe. Dass man dann gleich hier diese ganzen, wie nennen die sich denn, diese Pollen? Diese Dinger, dass man die hier reinbekommt, so, ne? Und dann mache ich jetzt einfach Punkte beziehungsweise Ovale. Und in so einem kleinen Abstand dazu. Die müssen nicht alle komplett klar definiert sein, aber es sollte schon so sein, dass es so ein bisschen Krissel-Krissel ergibt hier. So, und dann zur Mitte hin dünne, sehr, sehr dünne Striche, dass das auch aussieht, als würden die hier alle reinlaufen. Ne? Wenn das nicht so gut gelingt mit dem Pinsel, weil zu dick oder so, oder man hat da nicht so das gute Gefühl bei irgendwie, dann sehr gerne auch trotzdem noch den Feinliner benutzen. Ne? So. Hier vorne sind ja auch welche. Allerdings sieht man die kaum, weil da ist ja auch schwarz vor. Ne? So. Und dann machen wir auch dieses Deckelchen hier so dunkel. Und da werde ich ein paar Weißräume lassen, so als Reflexionsfläche. Ja. Da reflektiert einfach ein bisschen das Licht, ne? Dass die einzelnen Teile hier quasi noch so ein bisschen erkennbar sind. Dass das so einzelne. Das ist ein bisschen schwierig, das zu definieren, wenn das alles so dunkel ist. Aber was wir gleich machen, ist auf jeden Fall mit einem weißen Stift nochmal auf jeden Fall so eine Linie ziehen, so eine Reflexionslinie. Also Details hier noch auszuarbeiten, das ist auf jeden Fall mit so einem Stift dann ganz gut, wenn man dann nochmal reingeht und das Ganze noch ein bisschen feiner macht. So, ich möchte noch nicht fertig sein, denn ich möchte gerne dieses hier, ist auch schon trocken, möchte ich noch so ein bisschen mehr Rot, ein bisschen. Vielleicht auch Pyrrhenrot mit rein. Mal gerade einmal gucken. Einmal schauen. Ist das überhaupt Pyrrhenrot? Ja, ich glaube ja. Ja. Ein bisschen die Farbe so ein Tucken anders machen. So. Und dann gehe ich jetzt noch mal hier, da wo es wirklich also dunkel sein soll. Das heißt also, das wird hier hinter und da unten wird es sehr dunkel. Da komme ich dann halt einfach so ein bisschen hier mit raus, wie die Maserung geht. Das Stück ist dann auch dunkler. So, das hier hinter ist natürlich auch dunkel. Und hier kommen dann auch schon die dunklen. Muss ich gerade einmal gucken, wann das hier rauskommt. Dann mache ich die jetzt. Bisschen dicker, länger, kann auch ein bisschen kürzer sein. Ne? Mache ich nochmal so eine Schicht drüber. Und ich werde mir tatsächlich doch mein Blatt mal ein bisschen drehen. Das hat ja sonst keinen Sinn hier. Das ist ein bisschen kräftiger, das Ganze.
Und das muss ja dann von hier aus so in diese Richtung gehen. Ja, so ein bisschen Geduld braucht man da schon für, ne? Vielleicht machen wir auch mal so ein bisschen Mohnblume in Luz. Wenn ich das hinkriege. Das ist natürlich dann auch nicht so lange, ne? Und man kennt trotzdem, dass es eine Mohnblume ist, also im Luz-Style. Ja, die ist schon sehr interessant. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich bin gespannt, wie sie am Ende aussieht. Was ich auch festgestellt habe, ich glaube, das geht jedem so, wenn man länger auf ein Werk guckt, desto blinder wird man, was das angeht. Und dann wird es auch manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann dazu tendiert, es zu verschlimmbessern. Und ja, da so diesen genauen Punkt herauszufinden, wann denn jetzt auch mal gut ist und wenn man sagen kann, okay, das Bild ist jetzt mal so fertig. Das ist echt manchmal wirklich eine Herausforderung. So, und jetzt machen wir hier noch diese. So. Und hier von der Kante und hier hinter. Und da wirft das auch nochmal einen Schatten. Ja, so mit Schatten und Blättern, also ist nicht so einfach. So, und dahinter ist jetzt auch noch dunkler. Und da hat man ja schon das Problem, dass man das dann nicht klar definiert hat hier, ne? Also, das wird schon echt manchmal dann ein bisschen problematisch, wenn dann mehrere Sachen so übereinander sind. Also wie jetzt, hier muss ja der Schatten quasi von diesem Blatt sein. Und hier ist eigentlich das im Schatten und das andere ist auch im Schatten. Geht jetzt einfach nochmal rüber. Und eigentlich ist das hier auch im Schatten. So. Natürlich ist der Schatten nicht komplett gleich, ne? Das kommt immer ganz drauf an. So, dann gehen wir nochmal mit dem kleinen Pinsel nochmal in das Dunkle und machen das hier nochmal ein bisschen, noch eine Schicht drauf. So. Dann ziehe ich das hier noch ein bisschen runter. So, wir machen jetzt einfach auch hier nochmal eine Schicht. Dann ist es wie dreifarbig sozusagen, also mit drei verschiedenen Transparenzen und dann sieht das ein bisschen lebendiger aus. Nicht ganz so langweilig, ne? So, das lassen wir jetzt auch trocknen und dann gucken wir einfach, wie das gleich im Endresultat aussieht, wenn wir da nochmal reingehen mit Details. Mit Nachziehen der Outlines, weil die sieht man gar nicht mehr. Die sind, finde ich, komplett verschwunden. Und vor allem mit den Highlights. Also die Highlights müssen auf jeden Fall drauf. Man kann natürlich Weißräume von Anfang an lassen. Ich kriege es meistens nicht hin. Ich vergesse, dass ich male über und dann ist vorbei. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Also ich bin mir sicher, dass die Pflanze am Ende super aussieht. Es ist ein bisschen gekuddelmuddelt, ich gebe es zu. Es ist nicht ganz so einfach, was ich hier gemacht habe, vor allem um zu folgen. Hier ist auf jeden Fall, muss es noch ein bisschen dunkler sein und ich würde fast sagen, hier in dieser Ecke auch noch so ein bisschen. Da würde ich jetzt doch noch mal so ein bisschen mit dem Fein noch mal drüber gehen. Hier vielleicht auch noch mal so die ein oder andere Textur rein. So, dann einmal der Föhn. Oh, wo ist er? Da ist er. So, einmal hoch. Zack.
Ich überlege die ganze Zeit bei mir, was man hier denn lernen könnte. Manchmal tendiere ich dazu zu sagen, okay, du lernst hier auf jeden Fall Dinge, die dir nicht so gut gefallen. Mir gefällt sie jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das wirkt, wenn ich jetzt so geradeaus drauf gucke. Also so richtig von, obwohl, das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, es ist halt schwierig, ne? Aber ich höre jetzt auf mit den Farben. Das heißt, ich werde meine Pinsel jetzt einmal zur Seite stecken. Und jetzt werde ich, es ist komplett trocken überall. Ja, okay. Jetzt nehme ich mir nochmal meinen Fineliner. Und jetzt werden wir Details ausarbeiten mit diesen Tools. Und wo ist der Weiße? Den hatte ich doch da. Wo habe ich ihn hingepackt? Hier ist er jetzt nicht mehr. Den irgendwo versteckt. Die ganzen Sachen hier. Hm. Nochmal hier mein Wägelein hier ranziehen. Kann auch sein. Eigentlich. Dafür muss ich doch einen Moment aufstehen. Mal gucken. Ich habe hier zwar noch einen weißen, da weiß ich aber nicht, ob das so gut funktioniert. Müssen wir gleich mal schauen. Wo habe ich denn die? Ich hatte ja gestern erst noch ein Dings gemacht, ein Tutorial aufgenommen. Aber ach, dahinter, hinter der Tasche da. Ja, gut, da kann ich ja lang gehen. So, und zwar habe ich hier irgendwo. Ich kann mal gucken. Genau. Von meinem Brush Pen. Da werde ich noch ein bisschen. Also man kann jetzt Schatten mit bläulich oder Paints Gray oder so, könnte man jetzt ziehen. Nochmal überall. Der Schatten heißt ja nicht, dass es unbedingt dunkler wird, sondern es verändert manchmal auch seine Farbe. So ein bisschen. Das kommt noch ganz drauf an. Ich werde mir jetzt mit dem Brush Pen hier helfen sozusagen. Das ist jetzt ein dunkleres Grau. Ich kann euch das ja mal zeigen hier. Ja, und das kann man dann über jede Farbe quasi drüber machen, auch über die ganz dunklen. Das gibt dann so einen schönen Schattenton. Kann das auch noch ein bisschen heller machen. Aber es geht ja hier jetzt um die Schattentöne und da werden wir jetzt mal gucken. Also, erstmal dieses Ding. Das hat definitiv einen Schatten. So, dann das hier. Sehe ich jetzt einfach hier. Alles, was von dieser Seite so ist, werde ich jetzt in den Schatten legen. Hier drunter auch und hier drunter auch so und so und alles das hier und das hier und hier vielleicht auch noch so ein bisschen so. Die Definition kriegt man hier so nicht mehr hin, sondern kann man natürlich auch noch hier außen lang gehen. Man kann das Ganze auch noch mal ein bisschen aufpeppen mit Buntstiften. So, hier muss man es ja fast gar nicht mehr machen, weil man sieht da eh kaum noch was. Aber so die Ecke hier vielleicht noch. Ne? Also so Brush Pens, das ist schon nicht schlecht, wenn man die hat. Damit kann man echt noch viel machen. So, dann gehe ich hier einmal die Outline entlang. Und man sieht schon, weil ich ja so viel mit Aquarell darüber gemalt habe, sieht man von der Outline so gut wie nichts mehr. Deswegen wird auch hier die Definition schwieriger. Wo ist jetzt das Blatt und wo nicht? Ich kann es gerade noch so erkennen. Aber es wird schon echt schwierig. Und da brauchen wir eine klare Abgrenzung. Und das kann man mit Sicherheit auch mit Aquarell irgendwie hinbekommen. Aber ich bin da echt der absolute Fineliner-Fan. Aber die, die mir ja schon länger zugucken, die wissen das ja auch. Ich bin auch ganz, ganz locker. Es soll Spaß machen. Man soll ein schönes Ergebnis haben. Man soll Lust haben, weiterzumachen. Diese starren Regeln, die es so gibt, die setze ich gerne außer Kraft. Dieses, man muss was, Weißräume mal, man darf kein Weiß benutzen. Feinliner ist Todsünde, bla, bla, bla. Ja. Ist mir shit egal. Ich mache so, dass ich Spaß habe, dass ich ein schönes Ergebnis habe. Und ganz ehrlich, oh, das war ein bisschen verkehrt. Gerade was meine Sachen angeht, die am Anfang immer so ein bisschen sind, wo ich immer denke, oh, 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 ob das wohl gut aussieht. Da bekomme ich dann doch schon Rückmeldung. Oh, das sieht aber schön aus. Und dann weiß ich, okay, so schlimm kann es ja nun nicht sein, wenn andere das schön finden. Ja, da bin ich doch offen. Zu sagen, es ist okay.
So, dann kann man natürlich auch hier noch vereinzelt so ein bisschen vielleicht das Ganze noch unterstützend machen, indem man hier auch noch so ein bisschen mit dem Fineliner die Linien nachzieht. Also Mixed Media, was das angeht, mag ich ja sowieso super gerne, weil das gibt dem Ganzen einfach noch viel mehr Möglichkeiten, hier so in die Tiefe zu gehen, das Ganze noch ein bisschen aufploppen zu lassen, hier so nach oben hin, zu dir hin quasi vom Blatt, ne? Wenn man da so ein bisschen mitspielt. Ich versuche ja immer loose, aber ich merke, es ist immer wieder, will sich dieser Feinliner damit reinzwängen. Das ist schon wirklich dramatisch. Mit dieser Ecke hier drunter, da kann ich noch nicht so richtig mich mit anfreunden. Da muss ich tatsächlich noch ein bisschen von dem Dunklen einmal raus, ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Sonst sieht das so flach und komisch aus. So ist besser. So, jetzt kommen wir einmal zu dem Highlighter. Und damit werden wir jetzt im Prinzip dann hier so ein bisschen was machen. Und da so ein paar. Das ein bisschen definieren und hier vielleicht so ein Highlight draufsetzen. Ja. Und dann auf alle diese Punkte hier, die bekommen auch so ein Highlight mit da drauf. Die reflektieren dann so ein bisschen. Und dann sind die so ein bisschen definierbarer. Gucken so ein bisschen raus hier. Kann man nämlich auch die Ecke. So. Und wie schon bei der Iris, wer das Video noch nicht gesehen hat, kann ja mal reingucken. Machen wir jetzt hier einmal diese Kanten, die hier so ein bisschen wahrscheinlich von der Sonne angeleuchtet, dann doch reflektieren so ein wenig, ja? Ist es eher nicht ganz so. Muss gerade einmal darüber nachdenken. Hier wäre so eine Kante. Und hier sicherlich auch. Und hier. So, ich finde, jetzt mit dem Weiß kann man das schon ein bisschen besser abgrenzen hier, ne? Nur ganz leicht andeuten, so dass das klar wird, wo das hier genau langläuft. So, man kann natürlich auch noch hier. Dadurch, dass man das hier einmal so noch ein bisschen durchzieht, ja. Jetzt bin ich damit schon besser zufrieden, muss ich sagen. So, einmal hier noch so einen kleinen Highlighter.
Yes, that's fine. Das gefällt mir. Das gefällt mir ganz gut. Und was man auch immer noch machen kann, ist sprenkeln. Ne? Also ein paar schöne Spritzer da drauf und dann ist das fein. Ja, aber ich bin mit meiner Mohnblume recht zufrieden, muss ich sagen. Ja, doch. Hat was. Also ich finde gerade so dieses mit dem Weißen, gerade wenn man so dunkel arbeitet, viel mit diesen Schattengeschichten, dass das wirklich noch richtig was rausholt hier. Ich kann gerade einmal gucken, ob ich noch mal ein bisschen dünner arbeite vielleicht und hier noch ein bisschen. Einfach diese Außenkante noch mal nachziehe, ja, dass man das so ein bisschen sehen kann hier. Zack. Dass das da so rumgeht. Ja, ich finde das schon echt gut. Wo ich ja fast glaube, dass das hier eigentlich noch dunkler sein müsste, ne? Die Ecke, oder? Nehme ich noch mal einen kleinen Pinsel. Gehen wir noch mal rein. Ich denke, ja. Das will, glaube ich, noch ein bisschen dunkler. Ja, besser. So. Jetzt ist aber Schluss hier für heute. Also, die Skizze bekommst du. Natürlich kannst du sie dir so oft du willst abskizzieren und vielleicht verschiedene Techniken probieren. Ich habe das ja jetzt sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, wie man diese Technik nennt, wenn man da so diese Schatten so ganz gerade zieht, ja, und auch die Strukturen so feste macht. Keine Ahnung. Da gibt es sicherlich viele, viele Möglichkeiten, vor allem auch mit gar nicht so scharfen Kanten, sondern eher so verweichlichten Kanten und so weiter. Also, freien Lauf, ne? Probier dich einfach aus und guck, wie deine Mohnblume so wird. Ich hoffe, das Tutorial hat dir trotzdem gefallen, auch wenn das sehr verwirrend war, auch für mich. Wünsche ich dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!